Osnabrück, Deutsche Presseagentur, ein 84 Jahre alter Geisterfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Osnabrück getötet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr der Mann am Montagabend mit seinem Wagen in verkehrter Richtung auf die Bundesstraße 68. Kurz darauf krachte sein Fahrzeug nahe Bramsche in ein entgegenkommendes Auto. Der 84-Jährige überlebte den Unfall nicht. Der Fahrer des anderen Wagens kam zur Behandlung in eine Klinik. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.